Herzlich willkommen zu Fakten der Zukunft Teil 3. Im letzten Teil haben wir uns über äußerst wichtige Dinge unterhalten und aus der Bibel bewiesen, was das Mahlzeichen des Tieres ist und welche Bedeutung es für uns hat. Mit dem Mahlzeichen des Tieres ist eine der schrecklichsten Drohungen der Bibel verbunden und jeder vernunftbegabte Mensch sollte wissen, was dieses sogenannte Mahlzeichen des Tieres darstellt und wie er vermeiden kann, zu jenen gezählt zu werden, die durch das Mahlzeichen des Tieres charakterisiert werden. Wir haben ausführlich bewiesen, dass das sogenannte Tier aus dem Meer, diese antichristliche Macht, ein Symbol auf das Papsttum ist. Die 1260-jährige Vorherrschaft, die Zahl seines Namens 666, die Anmaßung, das Gesetz zu ändern, all das weist unzweifelhaft auf die Macht des Papsttums hin. Das Mahlzeichen dieser Macht, also das Autoritätskennzeichen des Papsttums, ist die Sonntagsfeier, denn es zeigt die angebliche Macht der katholischen Kirche, Gottes Gesetz ändern zu können. Sie erinnern sich, Daniel 7, Vers 25, er wird sich anmaßen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Genau das behauptet die katholische Kirche getan zu haben und brüstet sich damit, als sei es der Beweis für die Ausschließlichkeit kirchlicher Autorität. The Catholic Record vom 1. September 1923 sagt das. Der Sonntag ist unser Autoritätszeichen. Die Kirche steht über der Bibel und die Verlegung der Sabbatfeier ist der Beweis für diese Tatsache. Sie stehen vielleicht auf dem Standpunkt, dass der Sonntag der siebte Tag der Woche ist und den in der Bibel beschriebenen Ruhetag darstellt. Aber fragen Sie Ihren Pfarrer oder Priester, er weiß es besser. Lassen wir verschiedene katholische und protestantische theologische Stimmen zu Wort kommen. Die Catholic Press Sydney schreibt, der Sonntag ist eine katholische Einrichtung und seine Ansprüche auf Heilighaltung können nur auf katholischem Grunde verteidigt werden. In der Heiligen Schrift ist vom Anfang bis zum Ende keine einzige Stelle zu finden, welche die Verlegung der wöchentlichen öffentlichen Anbetung vom letzten auf den ersten Tag der Woche gutheißt. Der Katechismus katholischer Doktrin, ein Werk, das vom Papst Pius X. Am 25. Januar 1910 den apostolischen Segen erhielt, sagt, wir feiern den Sonntag statt Samstag, weil die katholische Kirche auf dem Konzil zu Laodicea im Jahre 364 die Heiligkeit vom Samstag auf den Sonntag verlegte. William Prynne, ein berühmter englischer Theologe, aus seiner Dissertation on Lord's Day, sagt, der siebte Tag, Sabbat, wurde von Christo, von den Aposteln und den ersten Christen gefeiert und als solcher anerkannt, bis das Laodiceische Konzil die Feier desselben so ziemlich aufhob. Das Konzil zu Laodicea schlichtete zuerst die Sache betreffs des Tages des Herrn und verbot das Halten des siebten Tags Sabbats unter einem Anathema, das ist ein Bannfluch. Pater Enright argumentiert, warum die bekenntlichen Protestanten in Wirklichkeit sich der katholischen Kirche unterordnen. Es war die heilige katholische Kirche, die den Ruhetag vom Samstag auf den Sonntag, den ersten Tag der Woche, verlegte. Welcher Kirche erweist die ganze zivilisierte Welt Gehorsam? Die Protestanten bekennen große Ehrfurcht vor der Bibel zu haben und dennoch anerkennen sie durch die feierliche Beobachtung des Sonntags die Macht der katholischen Kirche. Die Bibel sagt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Aber die katholische Kirche sagt, nein, halte den ersten Wochentag heilig und die ganze Welt zollt ihr Gehorsam. Wir sehen also, wenn wir meinen, dass der Samstag als der siebte Tag der Woche der biblische Ruhetag ist, dann befinden wir uns in Übereinstimmung mit den Theologen aller verschiedenen Kirchen. Und allen voran die Katholiken bestätigen, dass der Sonntag in Wirklichkeit gar nicht der biblische Ruhetag, der Sabbat ist, sondern das Mahlzeichen ihrer Autorität. Übersetzt in die prophetische Sprache der Bibel heißt das, der Sonntag ist das Mahlzeichen des Tieres. Ein weiteres Argument dafür, dass der Sonntag das Mahlzeichen des Tieres darstellt, liegt in der Tatsache begründet, dass es das Gegenstück zum Siegel darstellt. Und das Siegel Gottes ist im besonderen Sinn der siebte Tag Sabbat der zehn Gebote. Ich will Ihnen das erklären. Das Wort Zeichen und Siegel
wird in der Bibel gleichberechtigt verwendet. Römer 4, Vers 11 sagt, und er, die Rede ist von Abraham, empfing das Zeichen als Siegel. Ein offizielles Siegel muss drei Teile aufweisen. Erstens den Namen des Inhabers, zweitens die offizielle Stellung und drittens das Herrschaftsgebiet. Zum Beispiel Johannes Rau, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland oder George W. Bush, President of the United States of America. Das Siegel Gottes, sein ewiges Bundeszeichen, ist mit seinem Gesetz verbunden und ist im nach biblischer Zählweise vierten Gebot enthalten. 2. Mose 20, Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Obwohl vor Gott alle Gebote eine gleichrangige Bedeutung haben, finden wir nur im 4. Gebot die Kennzeichen des göttlichen Siegels. Erstens den Namen Gottes, der Herr, im Hebräischen wahrscheinlich Jahwe. Zweitens den Titel, dein Gott, der Schöpfer. Drittens das Herrschaftsgebiet, Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist. Und tatsächlich spricht auch die Bibel vom Sabbat als dem Siegel bzw. Zeichen Gottes in 2. Mose Kapitel 31, Vers 13. Haltet meinen Sabbat, denn derselbe ist ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen. Auch in Hesekiel Kapitel 20, Vers 20. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch. Jemand fragt sich vielleicht, gilt das nicht nur für die Juden? Und sagt, der Sabbat ist der jüdische Feiertag und der Sonntag der christliche. Es ist jedoch eine Tatsache, dass die Bibel den Sonntag gar nicht kennt. Geben wir in einem biblischen Suchprogramm das Stichwort Sabbat ein, erhalten wir 166 Treffer. Geben wir das Stichwort Sonntag ein, erhalten wir 0 Treffer. Beachten wir aber, dass das Sabbatgebot Bestandteil der 10 Gebote ist. Es ist kein Teil des speziellen jüdischen Gesetzes. Jesus sagt das. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden. Er sagte um des Menschen willen und nicht um des Juden willen. Wenn der Sabbat ein jüdisches Gebot sein soll, warum ist dann, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen oder du sollst nicht stehlen, kein jüdisches Gebot? Übrigens berichtet die Bibel vom Sabbatgebot schon auf den ersten Seiten der Bibel, 2000 Jahre bevor es den ersten Juden bzw. Israeliten gab. Aber welchen Tag meint denn die Bibel mit dem Sabbat? Ist der 7. Tag nicht der Sonntag? Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ist der Sonntag der 7. Tag der Arbeitswoche. Alle kirchlichen Kalender kennzeichnen den Sonntag aber nach wie vor als 1. Tag der Woche. Denn so entspricht es der biblischen Einteilung. In Lukas 23, ab Vers 52, finden wir einen klaren Hinweis auf diese Einteilung. Es wird hier über die Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung von Jesus Christus berichtet. Josef von Arimathea ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn ab, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Aber am 1. Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten.
Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Hier haben wir den Rüsttag, den Sabbat und den ersten Tag der Woche. Am Rüsttag wurde Jesus gekreuzigt. Am Sabbat ruhte er, wie die anderen auch. Und am ersten Tag der Woche stand er von den Toten auf. Die Christenheit feiert daher die Kreuzigung am Karfreitag, einem Freitag. Auf diesen Freitag folgte der Sabbat. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Die Auferstehung gedenkt die Christenheit am Ostersonntag, einem Sonntag. Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Wenn der Tag der Kreuzigung ein Freitag ist und der Tag der Auferstehung ein Sonntag, dann ist der Sabbat, der dazwischen liegt, zwangsläufig ein Samstag, der siebte Tag der Woche. Aus dem gleichen Grund heißt der Mittwoch Mittwoch, denn er ist die Mitte der Woche. Das ist er jedoch nur, wenn der Sonntag der erste Tag der Woche ist. Nur dann gibt es drei Tage vor dem Mittwoch und drei Tage nach dem Mittwoch. Übersetzt man das Wort Samstag in andere Sprachen, macht man in 108 von 160 weltumspannenden Sprachen eine erstaunliche Entdeckung. Im Hebräischen heißt Samstag Schabbat, im Griechischen Sabbaton, im Lateinischen Sabbatum, im Armenischen Schabbat, im Russischen Subota, im Polnischen Sobota, im Italienischen Sabato, im Spanischen Sabado, im Portugiesischen Sabado. Man kann ja nicht übersehen, dass der Samstag von alters her immer der Sabbat gewesen ist. In diesen Sprachen liest sich das Sabbatgebot ungefähr: Gedenke des Samstages, dass du ihn heilig hältst. Kardinal Gibbons, ein katholischer Kardinal, sagt: Ihr könnt die Bibel vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung durchlesen, so werdet ihr doch keine einzige Stelle finden, welche die Heiligung des Sonntages gebietet. Die Heilige Schrift gebietet die religiöse Beachtung des Samstages, eines Tages, den wir nie heiligen. Ein anderer Theologe meint: Es ist ziemlich klar, dass wir, wie streng oder hingebungsvoll wir auch den Sonntag feiern, doch nicht den Sabbat halten. Der Sabbat wurde begründet durch ein besonderes göttliches Gebot. Wir können uns auf ein solches Gebot für die Sonntagsfeier nicht berufen. Im Neuen Testament befindet sich diesbezüglich keine einzige Zeile. Vergessen wir nicht, dass das Sabbatgebot als Siegel mitten in die 10 Gebote platziert wurde. Dieses Gesetz der 10 Gebote ist von Jesus Christus nicht aufgelöst worden. Er sagt: Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde zergehen, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüttel vom Gesetz, bis dass es alles geschehe. Die Tatsache, dass Himmel und Erde noch stehen, beweist also, dass Gott an seinem Gesetz noch kein Tüttel und kein Jota, kein I-Punkt und kein Komma verändert hat. Gott sagt: Ich will nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Psalm 89, Vers 35. Jesus bestätigte die zentrale Stellung der 10 Gebote. Da war jemand, der kam zu Jesus und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben habe? Jesus antwortete: Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Er spricht also von den 10 Geboten. Dabei ist der Sabbat in seiner Bedeutung nicht nur ein wöchentliches Gedenken an Christus als unseren Schöpfer, wie es beispielsweise im ersten Kapitel des Johannesevangeliums dargestellt wird, sondern auch ein Gedenken an Christus als unseren Erlöser. Da die Bibel bezüglich der Wiederkunft Christi sagt, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag ist, vergleichen wir die Woche mit dem Ablauf der Menschheitsgeschichte. Die 1000 Jahre nach der Wiederkunft Christi und die Ewigkeit danach
werden in der Bibel auch als Sabbatruhe bezeichnet. Wenn man die in der Bibel verzeichneten Jahresangaben für die einzelnen Generationen von Adam an addiert, so ergeben sich bis auf Christus ca. 4000 Jahre. Auch nachzuvollziehen im Atlas der Weltgeschichte von dem Thienemann Verlag aus Stuttgart. Und von dort an bekanntlicherweise 2000 Jahre, was zusammen 6000 Jahre macht. So schildert uns die Bibel 6000 Jahre Menschheitsgeschichte und nach der Wiederkunft Christi eine tausendjährige Sabbatruhe. Vergleichbar mit den 6 Tagen der Woche und dem abschließenden Sabbat. Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Erkennen Sie jetzt, dass er nahe vor der Tür ist? Mancher sagt vielleicht, wir leben im neuen Bund, wir brauchen die Gebote nicht zu halten. Richtig ist, dass Gott einen neuen Bund geschlossen hat. Aber falsch ist, dass in diesem neuen Bund das Gesetz außer Kraft gesetzt ist. Das Gegenteil ist der Fall. Im alten Bund standen die 10 Gebote auf steinernen Tafeln. Im neuen Bund sind die Gebote in die Herzen der Menschen geschrieben. Der Hebräerbrief sagt das. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund, darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das Israel des alten Bundes hat die Gebote nicht gehalten. Daher schließt Gott einen neuen Bund durch die beispiellose Liebestat von Golgatha und schreibt dem geistlichen Israel die Gebote ins Herz. Gottes Volk wird im Neuen Testament das geistliche Volk Israel genannt. Durch den Glauben an Jesus Christus erlangt es eine geistliche Beschneidung des Herzens. Der neue Bund mit Christus bewirkt durch seine Schöpferkraft eine Neuschöpfung in jedem Menschen. Durch den Propheten Jeremia wurde dies bereits vorhergesagt. Sondern das ist der Bund. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Somit wird Gottes Volk immer seine Gebote hochhalten. Paulus sagt, beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Mit diesem Wissen werfen wir noch einmal einen Blick auf die Botschaft der 3 Engel aus Offenbarung Kapitel 14. Die erste Engelsbotschaft sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Diese Botschaft sagt uns, dass das Gericht, das heißt die Entscheidung über unser ewiges Leben, jetzt vor dem himmlischen Richterstuhl stattfindet. In diesem Zusammenhang werden wir aufgefordert, den Schöpfer anzubeten, und zwar so, wie es auch im Sabbatgebot ausgedrückt wird. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Die zweite Engelsbotschaft lautet, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Was bedeutet Babylon? Babylon ist in der Bibel eine untreue Braut, eine Hure. Und ich sah eine Frau, und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis. Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Gottes Gemeinde wird bekanntlich als eine reine Braut dargestellt. Paulus sagt, denn ich habe euch, die Gemeinde, verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Diese reine Jungfrau wird auch in der Offenbarung mehrfach beschrieben. Dieser reinen Jungfrauen wird eine untreue Frau, eine Hure gegenübergestellt. Sie ist das Bild einer untreuen, einer von Gott abgefallenen Kirche. Nach Offenbarung 17 hat diese Kirche ihren Sitz auf 7 Hügeln bzw. Bergen. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, sagt Offenbarung 17, Vers 9. Alle Bibelausleger sind sich einig, dass es sich hierbei um die 7 Hügelstadt Rom handelt. Welche Kirche hat auf den 7 Hügeln Roms ihren Sitz? Die römisch-katholische Kirche.
Und damit ist sie Babylon. Nun sagt die zweite Engelsbotschaft, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Was ist der Wein, der die Welt geistig trunken werden lässt? Nach Jesaja sind dies die falschen Lehren, die durch diese Kirche verbreitet wurden. Von dem betörenden Becher ihrer falschen Lehren haben auch andere Kirchen getrunken, also auch ihre Lehren aufgenommen bzw. nicht reformiert. Babylon ist die Mutter der Hurerei. Das zeigt, dass zur Mutter Babylon auch Tochterkirchen zählen müssen. Somit wird uns gesagt, dass auch neben dem Katholizismus der sogenannte Protestantismus von seinem ursprünglichen Zustand gefallen ist und in Bezug auf Offenbarung 18, die ersten 5 Verse, eine Wohnung der Teufel und jeden falschen Geistes geworden ist. Allen Christen, also seinem Volk, wird von dem Engel zugerufen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Die dritte Botschaft lautet, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Das ist eine sehr ernste und liebevolle Warnung Gottes an die ganze Welt. Alle, die das Papsttum oder sein protestantisch-ökumenisches Bild anbeten, also sich ihm unterordnen, indem sie sich dem Zwang der Sonntagsheiligung wider besseres Wissen unterwerfen, werden das Mahlzeichen des Tieres empfangen und den ewigen Tod erleiden. Warum warnt Gott so eindringlich? Weil es ihm egal ist, ob wir errettet werden oder verloren gehen? Gott zeigt mit dieser ernsten Warnung die Dringlichkeit dieser Botschaft und will uns zur Entscheidung auffordern. Er will nicht, dass jemand verloren geht, sondern möglichst viele zu der Gruppe von Menschen gehören, die das Mahlzeichen des Tieres nicht erhält. Offenbarung 14, Vers 12 zeigt uns die Gruppe, die diese Warnung beachtet und dem Mahlzeichen widersteht. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Das sind Menschen mit Vertrauen auf Jesus. Sie halten alle Gebote Gottes, auch das Sabbatgebot des 7. Tages. Hören Sie auf die Einladung Jesu, wenn er sagt, komm. Noch ist seine Hand ausgestreckt. Legen Sie Ihr Leben in seine Hand und sagen ihm, ich will dir folgen und deinen Willen tun. Ich will deine Gebote halten. Was ist denn die Sünde wert? Fragen Sie nicht, was werden meine Freunde sagen oder meine Familie? Fragen Sie, was sagt Gott? Sagt nicht die Bibel, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Gott verlangt von ihnen keine Leistung. Sie sollen keine 2 Zentner heben oder ihr Abitur mit 1,0 bestehen. Er will, dass sie ruhen. Sie sollen ruhen als ein Ausdruck des kindlichen Glaubens und Vertrauens, eben dann, wenn er es sagt. Ist es so schwer zu ruhen? Hätte nicht jeder gerne von uns 52 Tage mehr Urlaub im Jahr? Verlangt Gott etwas Schweres? Nein. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte, dass wir ihn lieb haben. 1. Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und Johannes 14, Vers 15 sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wunderbares und Unvorstellbares hat er denen verheißen, die aus Liebe zu Gott seine Gebote halten. Jesaja sagt, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und die Offenbarung sagt, wer überwindet, der wird es alles ererben. Was Gott verheißen hat, ist unvorstellbar schön. Selig sind, die Gottes Gebote halten. Sie haben Teil an dem Baum des Lebens und gehen zu den Toren hinein in die Stadt. Die Schönheit dessen, was Gott verheißen hat, wird allen zuteil,
die treu seine Gebote halten. Aber davon erfahren Sie mehr im nächsten Teil.